Spencers Planet wird seit Jahrzehnten von den kriegerischen Krell angegriffen. Nur die Flotte der Raumschiffpiloten steht noch zwischen den Menschen und den überlegenen Aliens. Hoch oben bei den Sternen, als Pilotin ihre Heimat zu schützen, ist alles, wovon Spencer jemals geträumt hat. Doch ihre Chancen stehen gleich null. Spencers Vater gilt als Verräter, seitdem er urplötzlich sein Team im Stich ließ und dabei sein Leben verlor. Jedoch könnte eine unerwartete Wendung Spencer allen Widerständen zum Trotz doch noch hinauf zu den Sternen führen. Moin, herzlich willkommen. Es gibt wieder ein Buch. Ich war sehr schnell und das sagt sehr viel. Brandon Sanderson, einer meiner Lieblingsautoren tatsächlich, mit Skyward, die so heißt die neue Serie, Der Ruf der Sterne. Und wahrscheinlich von Patrick Rothfuss, er ist einfach ein brillanter Autor. Und ja, ich habe von Brandon Sanderson 2, 4, 6, 8, glaube 13 Bücher im Schrank. Kann das sein? Ich glaube. Alle haben mir gut gefallen. Eins nicht so, weil er das sehr in der spannenden Geschichte nach hinten erzählt. Aber sonst wirklich ein Autor, wo man sich an ganz, ganz viel erinnert, auch Jahre nach den ersten Büchern. Kinder des Nebels, da weiß ich noch. Kinder des Nebels, ich war verwirrt. Weiß ich noch alles und kann mich an sehr viel erinnern, auch Kleinigkeiten, Namen und das sagt schon viel aus. Aber alles, was ich bis jetzt von Brandon Sanderson gelesen habe, und ich weiß, glaube ich, auf Englisch gibt es schon Science Fiction von ihm, vielleicht auch auf Deutsch, dann ist es mir entgangen, ist das erste Science Fiction Buch. Und das gibt es ja wirklich selten, dass ein Autor, der Fantasy-Genre, also erstmal muss ich ja sagen, sein ganzes Universum, die sind ja alle irgendwie verbunden. Vielleicht kommen wir dem hier so ein bisschen näher. Dann zwar auf einmal Science-Fiction schreibt, aber er sagt ja nochmal, das war sein großer, hinten im Epilog quasi, war sein großer Traum, einmal Science-Fiction zu schreiben. So, was haben wir hier? Wir haben die Menschheit, die in Höhlen lebt, weil von oben immer angegriffen wird und wenn sie sich zu sehr, das ist jetzt alles auf den ersten Seiten schon beschrieben, zu sehr zusammenfügen, dann werden sie von einer außerirdischen Rasse angegriffen, die sie dann bebomben und dann haben sie so ein paar Jäger und können sich verteidigen. Und es ist im Grunde ein Buch, was das Kunstwerk schafft, auf diesen knapp 500 noch was Seiten die grundlegende Geschichte zu erzählen, aber auch wirklich Spencers Buch zu sein. Denn Spencer, die leidet wirklich sehr darunter, dass ihr Vater fahnenflüchtig war und kann das aber nicht richtig glauben, versucht, würde das gerne aufklären, das geht aber nicht. Und sie möchte gerne fliegen und da ist von vornherein eigentlich klar, das ist ganz, ganz schwer, steht ja auf dem Buchrücken. Aber dann, ja, steht sie hier schon mit Punkt, 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 kriegt sie eine Möglichkeit. Und so ist das Buch der Spencer, die erst von allen ausgeschlossen ist und dann so sich so ein bisschen versucht einzufinden, die ja andere Fliegerkadetten kennenlernt. Und ja, das ist so ein bisschen das Soziale hat hier, die haben alle auch wieder viel Charakter, die haben alle Geschichte. Man hat hier nie das Gefühl, dass da irgendjemand ist, der nur da ist, weil er an Punkt X sterben muss, damit der Held weiterlebt. Also das Gefühl hat man nie, aber das ist ein sehr ungnädiges Buch zu den Leuten, über die man liest. Das darf man, also wer das nicht mag, der ist hier falsch, hier gehen schon einige hops, denn das ist wirklich eine sehr dramatische Lage, die sie hier haben. Aber, und das erfährt man auch so immer wieder, ja, man weiß nicht so richtig, warum werden wir eigentlich angegriffen und man weiß auch nicht so richtig, es gibt so eine etwas nebulöse Vorgeschichte, wie die Menschen da hingekommen sind und auch irgendwie alles komisch und um den Planeten gibt es einen großen Verteidigungsgürtel. Da muss früher schon jemand gelebt haben und das funktioniert aber nicht mal richtig, aber es hält halt diese außerirdische Rasse davon ab, irgendwie ganz viel darunter zu schicken, weil in diesem Verteidigungsgürtel funktioniert wohl auch noch einiges. Ja, und dann ist das natürlich einfach eine Abenteuergeschichte, Science-Fiction-Geschichte. Es gibt viele Weltraumgefechte, super beschrieben. Manchmal habe ich mir überlegt, ob links einfach links ist, aber tatsächlich sagt er ja auch, er wurde sehr viel beraten und ich fand diese Weltraumgefechte sehr unterhaltsam. Es war ganz schnell zu lesen. Die haben ja mit ihren Jägern sogenannte Lichtlassos, nennen wir mal, mit denen sie so ein bisschen tricksen können, Sachen einfangen können und damit andere Bewegungen machen. Das hat er super eingebunden in die Kämpfe und gibt dem nochmal so ein anderes Element. Und dann gibt es noch so einen Faktor X, über den ich gar nichts verraten möchte eigentlich hier.
Aber dieses Buch hat ultra witzige Dialoge und immer wieder, es ist eine sehr ernste Geschichte. Aber jetzt muss ich mal kurz gucken, wer hat denn das hier übersetzt? Ich hatte mir vorgenommen, vorher zu gucken, habe es dann doch vergessen. Steht es hier? Es muss doch da stehen, wer dieses Buch übersetzt hat. Da, Oliver Plaschka, jawohl. Hochachtung. Also wirklich super knackige deutsche Übersetzung dieser Dialoge. Ich musste mehrmals lachen und wirklich lachen. Das klappt. Spencer findet nämlich einen geheimnisvollen Freund, der irgendwie, ja, die Geschichte. Ja, sag ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber die Dialoge zwischen den beiden, das ist wirklich Weltklasse und könnte im Englischen nicht witziger sein. Und so haben wir hier wirklich ein absolut gelungenes Gesamtpaket. Der zweite Teil kommt jetzt schon in 2, 3 Monaten auf Deutsch. Ich gucke da eigentlich immer gar nicht. Also ich bin mir aber eben sicher, der Verlag wird es durchübersetzen. Deswegen habe ich jetzt vorher nicht geguckt, wie viele Bände gibt es eigentlich. Warte ich noch. Ich war so heiß auf dieses Buch. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Das ist ein Ende, das sehr offen ist, was in alle Richtungen jetzt gehen kann, was mich überrascht hat, weil es auch kritisch ist irgendwie, weil es das Ganze zurechtrückt, aber auch ganz viele Dimensionen lässt. Und ich mir bei Brandon Sanderson jetzt nicht sicher bin, ob er erstmal so kleine Raketen zündet oder ob wirklich das große Feuerwerk jetzt startet und wir ganz ebenisch andere Ebenen schweben. Aber ja, also es sind wirklich, es ist eine spannende Geschichte, es ist super witzig immer wieder dazwischen. Es gibt interessante Charaktere. Man hat in diesen 550 Seiten bei dieser Spencer sogar eine absolute Charakterwandlung hinher. Man hat spannende Rätsel aus der Vergangenheit, die werden gelöst. Man hat eine Top-Welt mit diesen Höhlen, super beschrieben. Man hat Charaktere, wie gesagt, die alles interagiert irgendwie miteinander, alles hat Geschichte. Also, wenn ihr Science Fiction mögt, nein, ich sage so, wer Brandon Sanderson liebt und sonst nur Fantasy liest, kaufen. Wer Science Fiction liebt, kaufen. Wer Brandon Sanderson und Science Fiction liebt, der hat das schon gekauft, ohne Frage. Aber ich finde, das ist einfach so kurzweilige Science Fiction. Das wird lange, ich kann jetzt schon versprechen, wenn man diese Serie durch hat, das bleibt im Bücherregal und man wird Spencers Namen auch noch lange in Erinnerung halten. Ja, genau. Punkt. Und das war's auch schon. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht zu diesem Buch sagen. Ich bin wirklich stark begeistert und beide Daumen gehen hier nach oben. Ja, und sonst bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wann immer ihr dieses Video jetzt gesehen habt, ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen.